Willkommen zum Vortrag über Magen-Darm-Erkrankungen von mir. Wir haben ihn hier aber zu allervorderst einen wunderschönen Lord Krishna und darum singe ich zuerst ein Mantra für Krishna. Take his blessings und dann legen wir los. Hey Krishna Karuna Sindhu Dhina Bandhu Jagapate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gorangi Radhe Brindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamani Hari Priye. Wir haben ein weites Thema heute, nämlich Magen-Darm. Ich bin auch gerade an einem Manuskript. Im Herbst kommt dieses Buch raus, das ich zusammen mit meiner Frau schreibe. Eben Soforthilfe bei Magen-Darm-Beschwerden. Meine Verleger wollten, dass ich unbedingt ein Buch schreibe, die Ayurveda-Apotheke. Und da habe ich gedacht, das wird wieder so ein riesenschweres, großes Buch. Tue ich lieber nicht, sondern wir machen ein kleines. Wir machen Stück bei Stück, machen halt eine ganze Serie auf Krankheiten und Beschwerden bezogen. Und das erste in dieser Serie ist eben Magen-Darm. Und Sie sehen auch der Titel Soforthilfe. Das heißt, es ist gedacht für Laien. Und auch für Therapeutinnen und Therapeuten, weil eben mit Absicht auch Ayurveda erst im Untertitel, weil wir möchten gerne Menschen ansprechen da draußen, die eben Probleme haben im Magen-Darm-Bereich, aber die vielleicht gar nicht daran gedacht haben, zu Ihnen als Ayurveda-Therapeutinnen oder Ernährungsberaterinnen zu gehen oder eben zu mir zu kommen in die Praxis. Das heißt, es ist Zeit, dass wir Ayurveda einem breiteren Publikum zugänglich machen. Und da ist es halt wichtig, dass wir jetzt nicht zu schwierig machen. Das heißt dann immer Ayurveda, ja, das ist so schwierig, das ist zu kompliziert. Aber eigentlich ist es sehr einfach. Wir haben die fünf Elemente. Die sind draußen in der Natur und die fünf Elemente sind drinnen in unserer Konstitution. Und jeder weiß, Wind ist kühlend, Wasser ist flüssig, befeuchtend und Feuer ist heiß. Das weiß jedes Kind. Das heißt, wenn wir es runternehmen zu den Elementen, wird es sehr einfach für alle. Und das ist eben die Idee. Und aus diesem Buch eben gebe ich Ihnen einige Soforttipps von den häufigsten Indikationen. Natürlich im Buch habe ich 30 verschiedene Indikationen. Heute schauen wir, wie weit wir kommen, die wir hier besprechen können. Gut. Und für Sie haben Sie alle eine Ayurveda-Ausbildung, Ernährung oder Massage oder Yoga-Therapie. Wer ist therapeutisch tätig von Ihnen? Bitte mal die Hand hoch. Ja. Und wer ist es in Zukunft? Ja, eben, wunderbar. Das ist wichtig, ne? Weil ohne Sie, die eben rausgehen in die Breite zu den Menschen, die da draußen sind, kommt Ayurveda nicht weiter. Das heißt, wenn wir nicht junge Leute schulen in Ayurveda, dann ist es nicht möglich, dass wir uns weiter um die größeren Mengen von Menschen, die Interesse und Bedürfnisse haben, kümmern. Gut, mein Name ist Hans Riener, ich bin geboren in der Schweiz, habe aber über die Hälfte meines Lebens nicht in der Schweiz gelebt, 25 Jahre davon in Indien.
wo ich bei traditionellen Ayurveda-Ärzten eine Ausbildung machen durfte, die ich nachher auch noch akademisch abgeschlossen habe. Und mittlerweile sind wir in der angenehmen Lage in der Schweiz, dass es ein Schweizer Diplom gibt für Ayurveda-Medizin und ein Schweizer Diplom für Komplementärtherapeutin oder Therapeutin Ayurveda. Und der Ayurveda-Mediziner ist in etwa ähnlich dem Standard, auch was man in Indien an einem Ayurveda-College lernt, in 4 Jahren. Auch das ist so bei uns. Dieser Studiengang dauert etwa 4 Jahre und dann natürlich noch die Praxis dazu. Und auch dort hat es eine zunehmende Zahl neuer und junger Menschen, die sich eben für dieses Studium interessieren. Und so können wir Fortschritte machen. Das ist ganz wichtig, die Schulung. Und dann der nächste Schritt natürlich Ihre Praxis. Fangen wir ganz praktisch an mit einer Magen-Darm-Beschwerde, die sehr häufig ist. Wir können davon ausgehen, wenn ich hier ein bisschen mehr Volumen habe, dann hat das auch hier meine Leber. Und je mehr Volumen ich hier draußen habe, umso mehr wird auch auf der Leber sein. Und deshalb eben bei adipösen Menschen ist es naheliegend und praktisch in den allermeisten Fällen so, dass die unter einer Fettleber leiden. Das heißt, die Leber ist verfettet und entsprechend ist die Funktion der Leber eingeschränkt, was dann natürlich zu häufigen Beschwerden führt. Beispielsweise eben, ich kann meine Nahrung nicht mehr verdauen. Der Appetit geht zurück und wenn ich was esse, muss ich mich gleich hinlegen, weil so müde werde ich nach dem Essen, weil es ist so ein Aufwand für meinen Körper, das Essen zu verstoffwechseln, zu versuchen, dass eben ich mich gleich hinlegen muss. Oder eben, ich habe Beschwerden im rechten Oberbauch. Das kann dann eben auch noch zu Koliken führen und zu einer Gelbfärbung der Haut oder der Augen, weil es fließt nicht. Die Galle, die ja von der Leber produziert wird, sie wird dickflüssiger, sie wird klebrig und verstopft die Gänge und dann gibt es einen Rückfluss und sobald ich einen Rückfluss habe zurück in die Galle, dann habe ich eben typische Gelbfärbung. Das heißt, mit einem Blick, wenn jemand zu euch kommt, könnt ihr sehen schon an der Haut, wenn sie eben nicht rosa ist oder eben leicht gelblich oder sehr blass, dann können wir auch schon daraus schließen, dass die Leberfunktion eingeschränkt ist. Und wenn dann noch die Augen etwas gelber sind oder vor allem die Handflächen, dann ist das auch wieder ein untrügliches Zeichen, dass wir schon so weit sind, dass die Gallengänge und die Lebergänge, es ist ja schließlich ein Hohlorgan, das eben Flüssigkeiten produziert, dass die verstopft sind und entsprechend eben Beschwerden machen. Das kann dann weitergehen, eben im Fall eine andere wichtiger Faktor, warum jemand unter einer Fettleber leidet, ist Alkohol, also hoher Alkoholkonsum, manchmal schwierig herauszufinden in der Anamnese, weil die Leute schummeln gerne oder sie sind sich selber nicht bewusst, wie viel Alkohol sie trinken. Da hilft es, wenn ihr denen sagt, ihr müsst mal ein Tagebuch führen. Für einen Monat lang schreibt alles hinein, wenn ihr ein alkoholisches Getränk zu euch nimmt. Und da werden viele Leute wirklich erschrecken, wenn sie das mal summieren, wie viel Liter Alkohol sie in einem Monat konsumieren.
Im Fall vom Alkohol kann dann die Leber wirklich so weit zerstört sein, dass dann die Fettleber zu einer Leberzirrhose führt. Und das heißt, das Gewebe zerstört sich praktisch selbst. Und die einzige Hoffnung wäre dann eine Transplantation der Leber, im Extremfall, die noch das Leben retten würde. Und das bei einem Organ, das eigentlich eines der Organe ist, das eine unheimliche Regenerationskraft hat. Also man muss schon sehr viel Schaden seiner Leber zuführen. Was haben wir noch? Wir haben fettige Nahrung. Und fettige Nahrung, Fett ist nun mal ein Geschmacksverstärker. Und weil es ein Geschmacksverstärker ist, finden wir überall viel zu viel Fette, wenn wir in ein Restaurant gehen oder wenn wir Convenience Food essen. Weil wie sollen Sie sonst Geschmack ins Essen bringen, wenn Sie das ohne Fett kochen müssen? Und diese Fette, das ist dann auch wieder die große Frage, was sind diese Fette, die dann eben zu uns gelangen? Und wenn Sie mal so einen Großmarkt besuchen gehen, wo die Gastwirte einkaufen und dann zu den großen Tonnen gehen, wo die Fette drin sind, dann und der versucht herauszufinden, was sind da überhaupt für Fette drin. Meistens sind es Mischfette. Es ist dann praktisch nicht mehr herauszufinden, wie viel von jedem Fett drin ist. Das heißt, das ist ein ganz großes Problem. Und eben vor allem auch im Fastfood-Bereich, alles wird in Fett angebraten. Und dann isst man natürlich noch Fleisch, das auch wieder sehr hohen Fettanteil hat. Selbst wenn man die Fettkruste wegschneidet, hat es immer noch genug verstecktes Fett im Gewebe. Das heißt, die heutige moderne Ernährung, vor allem Convenience Food und die Nascherei, selbst wenn Sie Schokolade essen oder ein Schokoriegel, ist nicht unbedingt der Zucker das Schädlichste unmittelbar, sondern es sind die Fette, die da drin versteckt sind. Das heißt, hier ist es natürlich wichtig, dass wir die Ernährung organisieren. Ja? Ja, aber Ghee ist kaffervermehrend. Das heißt, wenn Sie zu viel Ghee zu sich nehmen, haben Sie auch ein Problem. Dann geht das Cholesterin hoch und die Fettleber kommt. Wenn Sie ein Öl wollen, das eben weniger die Blutfette vermehrt, dann müssen Sie Olivenöl mal anschauen oder ein Sesamöl. Aber eben Ghee ist für Vata-Vata-Pitta-Leute schon okay, wenn sie einen starken Stoffwechsel haben. Aber die Kapha-Pitta und die Kapha-Leute, die müssten sehr vorsichtig sein damit. Und dann ist es natürlich alles eine Frage der Quantität. Wie viel Fette nimmt man zu sich? Und wenn ich eben, anstatt dass ich es in einem Pflanzenfett brate ich etwas noch in Ghee an, dann wird es ja noch schwerer. Ich kenne auch eben, ich habe selber viele Patienten mit Leberproblemen und von Krishna Ashram, die lieben Ghee und alles wird gebraten im Ghee. Und die Folge ist eben die Fettleber, auch wenn man vegetarisch ist. Ich habe kürzlich in Bombay einige meiner Freunde besucht, die ich schon 30 Jahre oder länger nicht mehr gesehen habe. Und ich bin erschrocken. Alle sind übergewichtig, alle haben Herz-Kreislauf-Probleme, alle haben Leberprobleme. Und das bei einer vegetarischen Kost, die einfach eben zu viel ist. Das heißt,
Die Quantität ist auch ausschlaggebend. Es kommt dann noch dazu, dass Kohlenhydrate, die überschüssig sind, ihr Körper als Fette einlagert. Sie müssen gar nicht mal Fette essen. Und das ist das Problem bei vegetarischer Kost. Sie ist in den meisten Fällen viel zu kohlenhydratlastig. Und diese lieben Kohlenhydrate, die wandeln sich um in Fettdeposits in ihrem Körper. Ja? Wollten Sie was fragen? Ja. Also Sie können jederzeit Fragen stellen. Es soll nicht Einwegkommunikation sein. Oder eben einen Kommentar sagen. Also das ist gefährlich. Eben diese kohlenhydratlastige vegetarische Kost. Da werden Sie viele Patienten haben, auch in 20 Jahren von heute mit Fettleber und sie fallen. Und dann noch bei den Veganern, was kommt dazu? Die Nüsse. Die essen bergeweise Nüsse. Und da habe ich schon Leberzirrhose-Patienten gehabt, weil die einfach 2-3 Handvoll Nüsse im Tag essen und dann noch vielleicht eine Pitta-Konstitution haben oder einfach aus anderen Gründen ein bisschen eine schwache Leber. Ja, unser Hirn funktioniert nicht ohne Glucose. Also eben ganz abstellen kann man es nicht. Aber ich meine eben, wenn man die Ernährung anschaut, wo dann eben so ein Berg Reis gegessen wird, dann ist das eben halt auch nicht vorteilhaft. Oder viele Süßigkeiten gegessen werden. Dann gibt es auch Probleme. Aber sicher eben, das tun wir auch nicht in der Ayurveda. Wir verteufeln nichts. Wir müssen uns ja auch auseinandersetzen. Ich habe einen Patient, der nicht auf sein Fleisch verzichten will. Und dann muss ich ihn auch beraten können. Und ich muss ihn auch therapieren können. Und ich habe jemand anders, der ist halt, hat eine bessere Compliance. Das heißt eben als Therapeut, als Mediziner müssen wir für alle unsere Patienten oder Kunden, die zu uns kommen, müssen wir offen sein und auch eine Lösung bieten können. Das heißt, und die Lösung kann nicht sein, dass ich ein bestimmtes Dogma vermittle, sondern ich muss das vermitteln, was für diesen Menschen bei seiner Konstitution seine Gesundheit erhalten kann. Also da ist auch gefährlich eben, Hände weg von Ernährungsdogmas. Ja, und früher war die Hungersnot das Problem in Indien. Heute ist es Diabetes. Das war einmal, noch bis in die 80er Jahre. Aber jetzt ist eine Epidemie unglaublichen Maßes vom metabolischen Syndrom und Diabetes. Ups, vergessen. Eben, abspecken ist nicht leicht. Und darum müsst ihr dranbleiben. Auch bei der Ernährungsberatung. Und bitte eben ein Hinweis von mir, aus meiner Erfahrung, machen Sie bei der Ernährungsberatung keine Kompromisse. Es wird von Ihnen erwartet, dass Sie sagen, was Sache ist. Weil wenn Sie schon den Kompromiss anbieten, weil der Patient sagt, na, ich aber esse doch gern das und das. Und dann sagen Sie eben, ja, das ist der Kompromiss, den ich Ihnen offerieren kann. Und dann macht er noch einen Kompromiss, dann gibt es einen Kompromiss von dem Kompromiss. Und Ihre Beratung war für den Hugo. Ich sage immer, Kompromiss, das ist das Privileg Ihres Patienten, aber nicht das Privileg von Ihnen. Und deshalb eben, und auch,
gleich bei der ersten Konsultation wieder einen Termin ausmachen. Das ist auch ganz wichtig. Nicht einfach sagen, kommen Sie dann wieder mal, sondern gleich den Termin ausmachen, weil dann weiß er, oh, ich muss wieder zum Riener. Der wird mich wieder fragen, was habe ich gegessen? Ja, da muss ich Rede und Antwort stehen. Und das ist wichtig für die Compliance, ja? Dass sie quasi diesen Halt haben. Aber sie kriegen ja keine Prügel bei mir. Aber eben, ich werde sie liebevoll daran ermahnen, was eben gut für sie ist und was nicht so gut für sie ist. Was können wir unmittelbar tun? Ja? Ja, Ghee ist eindeutig kühlend in der Energetik. Aber Sie können ja dem Patienten auch Rosenwasser zu trinken geben. Sie müssen ihm ja nicht gerade ein Fett geben als Pitta-Menschen. Und Pitta-Menschen sind nun mal so, dass sie Fette nicht so toll vertragen. Feuer plus Feuer. Auch wenn es letztlich Ghee ist, wird doch dann das Feuer raufgehen. Nicht unmittelbar nach der Verdauung, aber später, wenn es akkumuliert ist. Also Ghee ist nicht das Allheilmittel, so wie Ingwerwasser auch nicht und Turmeric auch nicht. Die lieben Pitta-Leute, die jede Menge Ingwertee trinken und dann mit einer Gastritis zu mir kommen, das geht nicht. Es gibt nicht eben eins für alle. Und da gibt es immer wieder Probleme. Und es gibt natürlich die glücklichen Vata-Menschen, die mehr ölige Sachen essen können. Das hat jede Konstitution hat Vor- und Nachteile bei der Ernährung. Dann schauen wir mal an, was man machen kann. Eben zuerst nochmal zu der Ursache. Regelmäßige und erhöhte Einnahme von Nahrungsmitteln, welche Kapha und Pitta erhöhen, gelten in der Ayurveda als Ursache der Fettleber. Gestörten Faktoren Pitta und Kapha greifen den Fettstoffwechsel in der Leber an. Das ist dann eben das Buddha Agni. Wir haben ja nicht nur Jatara Agni in der Ayurveda, das ist der primäre Stoffwechsel. Wir haben auch Buddha Agni, das heißt der Gewebestoffwechsel oder der Organstoffwechsel. Und dann haben wir erst noch Buddha Agni, das heißt der Stoffwechsel auf der molekularen Ebene. Also hier haben wir eben Yakrit Hodara, das ist der Name für die Krankheit in der Ayurveda-Medizin. Es handelt sich primär um eine Kapha-Erkrankung am Sitz von Pitta und Blut. Das heißt, es ist nicht so einfach in der Ayurveda-Medizin, dass ich sage, aha, das ist eine Kapha-Erkrankung. Nein, es ist eine Kapha-Erkrankung am Sitz von Pitta und am Sitz von Rakta Vahasrota. Das ist ganz wichtig dann für die Konsequenz auch der Wahl der Medikamente und der Therapien. Wunderbare Therapie, sofort Ergebnisse bekommen Sie durch welche Yoga-Übungen? Beispiel Bhavan-Muktasan, andere Möglichkeiten. Bitte? Auch, ja. Die Idee ist, die Leber ist wie ein Schwamm und wie sie noch, bei uns gab es noch den Schwamm neben der Wandtafel in der Schule und wie haben wir den gereinigt, ausgedrückt, wieder Wasser rein, ausgedrückt, wieder Wasser rein. Das heißt, eine Folge von Übungen, wo Sie können auch das mit Pranayama lösen, indem Sie wirklich eben halt dann reindrücken mit Ihrer ganzen Muskulatur und wieder entspannen. Und da gibt es tolle Studien darüber, wie eben Fettleber mit Yoga-Übungen
reduziert werden können, wie die Leberwerte relativ schnell wieder verbessert werden. Oder ich habe auch Patienten gehabt in Indien mit Yoga-Therapie, haben die ihren eben Ikterus, ihre Gelbsucht auch losgeworden, ja, und die Folgen einer Hepatitis. Also da gibt es wirklich ganz tolle Yoga-Therapie für die Fettleber und die sind auch einfach zu machen, ja, ob es jetzt eben Knie-Bauch-Übung ist, Trikonasan. All diese Übungen helfen wunderbar, um dieses Organ zu drücken und dann eben wieder in die Entspannung zu gehen, dass es sich füllen kann, auch genug lang warten und dann noch einmal. Das heißt, das müssen Sie dann halt nicht einmal machen, sondern in einer Folge davon. Sehr effektive Therapie. Ohne anpassende Ernährung kommen wir da nicht weiter. Das heißt, natürlich hätten die Leute gern ein Medikament, das gebe ich ihnen und dann die Fettleber AD. Und sie können munter weiter essen, wie sie bisher gemacht haben und das spielt es natürlich nicht. Das heißt, auch bei einer medizinischen Behandlung von Ayurveda geht es nicht ohne Ernährungsberatung und quasi das Follow-up, dass die Leute das dann auch einhalten. Und dann natürlich habe ich sehr wirksame Medikamente. Ich nenne das Hepaton, das ist ein Heilmittel, das ich in der Schweiz registriert habe. Es ist nichts anderes als Philanthus Niruri. Also Niruri, Eclipta Alba ist Bringaraj und Emblica ist natürlich Amalaki. Das sind drei wunderbare Pflanzen, die extrem stark lebertonisch sind. Das Verhältnis könnt ihr ein bisschen mischen, je nachdem, was für Konstitutionstypen ihr habt. Das heißt, wenn jetzt das eine ausgeprägte Pitta-Person ist mit der Fettleber, dann würdet ihr vom Emblica noch etwas mehr dazugeben und vom Philanthus Niruri, weil die sind beide Shitta-Virya, die sind beide kühlend in der Energetik. Wenn ihr aber einen Vata-Patient habt oder ein Kapha, wo ihr ein Lebertonikum geben möchtet, das ein bisschen wärmend ist in der Energie, dann ist Eclipta Alba oder Bringaraj angesagt. Also ihr seht also, man kann das immer noch anpassen auf die jeweilige Konstitution. Mistel. Ja. Oder eben die sieben Heidelberger Kräuter. Das heißt, wir haben wunderbare Kräuter im Garten, die wir dazu nutzen können. Das ist Wermut, Schafgarbe, Wacholder, Anis, Fenchel, Kümmel und Pimpernelle im gleichen Verhältnis. Ist die berühmte Mischung, die sogenannte eben Heidelberger Mischung. Und die ist auch sehr effektiv. Ja? Also ich kann ja abtasten, ich taste die Leute ab und schaue, ist die Leber vergrößert, ist sie, ja, dann Fettleber kann ich ja auch abtasten. Ja. Und es kommen natürlich die Leute schon mit den Befunden, aber wenn sie die Befunde nicht haben, wenn sie keinen Hausarzt haben oder was immer, dann schicke ich sie für die Befunde. Ja. Das heißt, ich will natürlich am Anfang der Therapie, will ich die Leberwerte wissen. Weil es geht ja nicht an, dass ich ins Blaue hinein therapiere, ohne dass man das nachher nachweisen kann, was es gebracht hat. Genau, das war eben auch ja, der Kommentar vorher, ja, von unseren einheimischen Pflanzen. Ja. Und eben, es ist dann wichtig, dass wir die Datenlage haben, ja, und dass wir natürlich auch die Dokumentation,
bereit haben. Das heißt, ich habe die Patientendokumentation, wo das genau aufgeschrieben wird. Und es ist auch so, in den Universitätskliniken in Indien wird immer auch der Blutbefund, sprich die Leberwerte, werden genommen. Ultraschall unter Umständen, weil es dann wieder viel kostet für die ärmere Bevölkerung, aber ein Blutwert, das ist günstig und das kann auch schnell gemacht werden. Also durchwegs positiv. Ich habe mich gewundert, warum es nicht mehr Nebenwirkungen gibt, aber vielleicht sind die nicht bei mir in der Praxis. Und natürlich ist das eine Möglichkeit, die wir ja auch machen im Rahmen von Panchakarma. Nur machen wir das unter Aufsicht eines Therapeuten. Und das habe ich auch erwähnt im Buch, dass wenn man diese Kuren macht, dann sollte man Hilfe nehmen. Wenigstens eine Heilpraktikerin, eine Therapeutin, die einem zur Seite steht, dass wenn irgendwas ist, das eingegriffen werden kann. Weil es ist dann eben, vielleicht wissen ja die Leute nicht, dass Gallensteine haben und dann fahren sie eine Gallenkonik. Manchmal fragen die Leute, was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn ich zu ihnen zur Kur komme? Dann sage ich, dass ich mit ihnen runterfahre ins Kantonsspital. Ja, ich habe schon viel Zeit auf den Intensivstationen verbracht, also nicht auf den eben auf dem und das, da muss man bereit sein. Also wenn man therapeutisch arbeitet, braucht es ein bisschen Mut. Und wenn ich einen entsprechenden Befund habe, dann eben, wenn ich weiß, es sind dann Gallensteine da oder Gallenschleim, dann werde ich natürlich nicht eben dieser Person noch große Mengen Giefer abreichen. Dann haben wir eben die Treppenkur. Das ist was ganz Tolles. Das ist auch etwas, das können die Leute auch selber machen. Warum heißt die Treppenkur? Weil sie jeden Tag ein bisschen mehr geben. Das heißt, die Idee ist dann quasi, dass ich in zunehmendem Maße und nachher im abnehmendem Maße ihnen die lebertonisierenden Mittel verabreiche. Zum Beispiel eben, hier haben wir wieder die Auswahl, diese drei Mittel, oder zusammen mit Trikato. Trikato heißt die drei Scharfen. Das ist Ingwer, schwarzer Pfeffer und langer Pfeffer. Und da beginne ich morgens nüchtern, sollen es eben eine Kapsel, oder Sie können das auch mit Pipeli machen, aber Sie nehmen vielleicht am ersten Tag 1+1, am zweiten Tag 2+2, am dritten Tag 3+3, dann 4+4, dann 5+5, 4+4, 3+3, 2+2, 1+1. Und das Ganze macht man früh morgens auf nüchternen Magen. Und um das noch weiter zu stimulieren, die Leber zu stimulieren, trinkt man dazu noch mindestens 4 bis 5 Deziliter warmes Wasser mit etwas Zitronensaft drin und darf dann 2 Stunden lang nichts essen. Das heißt, man muss dann 2 Stunden warten bis zum Frühstück. Wenn man es noch verstärken will, dann sage ich ebenso in den intensiveren Tagen, wo Sie dann höhere Dosis nehmen, da macht man zusätzlich noch einen Leberwickel. Ein Leberwickel ganz einfach mit warmem Sesamöl. Man nimmt ein Tuch, eine Gasewindel, man kauft sich ein kaltgepresstes Sesamöl und stellt das in eine Pfanne mit heißem Wasser, gießt dann das in eine Schale und dann tut man das Tuch tränken in dem warmen Öl,
Und damit ich möglichst warm auf die Haut gehen kann, nehme ich von diesem Öl und reibe zuerst die Haut ein damit. Nicht, dass ich gleich mit dem heißen Ölwickel draufgebe. Das heißt, wenn ich zuerst etwas Öl eingerieben habe, dann ist die Haut schon vorbereitet. Und dann lege ich den warmen Wickel drauf, nehme etwas Frischhaltefolie aus der Küche, gebt das drüber, dann ein Handtuch und dann ein Wärmepack oder eine Wärmeflasche. Und leg mich hin für eine halbe Stunde. Nachher nehme ich den Wickel ab, lasse mal auf der Seite und wische das einfach trocken. Man darf nicht Bad nachher nehmen nach einem warmen Ölwickel. Das heißt eben einfach nur trocken wischen, ein warmes T-Shirt anziehen oder eine Decke und schauen, dass hier oder ein Gürtel, ein Lebergürtel oder ein Nierengürtel, den ich einfach raufnehme und die Leber abdecke damit. Also das sind sehr effektive und auch das eben immer in Serie von mindestens dreimal. Einmal bringt gar nichts, das heißt 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt, Sie könnten fünfmal einen Wickel machen. Ich sage immer, Pichu oder warme Ölwickel sollte man mindestens drei machen, maximal 7. Und dann eine Pause von mindestens doppelt so lang, wie Sie es gemacht haben, bevor Sie es wiederholen. Das Gleiche gilt für die Kur. Sehr effektiv. Ich mache das mit anderen Kräutern, eben diese Treppenkuren als Alternative eben bei Onkologie, also mit sehr hohen Dosen von Pflanzen, die eben Antitumorwirkung haben. Also da kann man wirklich sehr viel machen. Dann müssen wir natürlich schauen, haben wir hier in der Therapie, das heißt, ihr habt die Leute jetzt in der Praxis, was mache ich mit denen oder noch besser, ich habe sie stationär. Da gilt es zu unterscheiden, ist es eine alkoholabhängige Fettleber oder ist sie nicht alkoholabhängig zur Therapie davon. Warum? Weil eine alkoholabhängige Fettleber und spätere Leberzirrhose hat immer die Folge, dass sie viel mehr Klebrigkeit hat. Das heißt, der Alkohol bewirkt extreme Klebrigkeit in der Leber und das müssen wir rausbringen. Und das ist nicht einfach. Und darum eben hier die kompliziertere Maßnahme unten für die Klebrigkeit, sprich die alkoholabhängige und oben die nicht alkoholabhängige, die können wir therapieren, indem wir mit einem Bitterghee oder auch mit einem Sesamöl reingehen zur inneren Ölung mit Leberwickeln und dann ein Virechana machen, sprich eine Abführkur. Die Abführkur ist grundsätzlich gut für die Leber und hilft sicher, ist genug Therapie im Fall einer nicht alkoholabhängigen Fettleber. Unten sehen Sie die Maßnahmen. Wenn eben das alkoholabhängig ist, dann wird die Sache viel aufwendiger. Leider ohne Gewähr für Erfolg. Ich habe schon so viele Alkoholiker behandelt und Vamana gemacht und Virechana gemacht und die durch 40 Tage Panchakarma geschickt und die waren perfekt clean, wenigstens nach der Kur, aber hat natürlich leider nicht angehalten, weil es ist natürlich auch eine Frage eben einer Begleittherapie oder der sozialen Umstände der Person. Also hier eben harte Arbeit. Wir müssen zuerst einmal mit Dipana und Pachana. Dipana heißt appetitfördernde Maßnahmen. Pachana heißt das Ama. Tun wir raus. Das heißt, zu einem Teil geht schon das Ama raus. Das ist mal die Vorbehandlung, weil eben wenn wir dann die öligen Substanzen geben, dass die nicht Nebenwirkungen haben davon. Hier würde ich dann eher Sesamöl geben, weil Sesamöl ist Tikshna Guna. Tikshna heißt sharp. Das ist
aggressiver. Und deshalb ist Sesamöl eben für Kaffer nicht in dem Maße erhöhend wie andere Fette. Das heißt, wenn jemand abnehmen will oder eben bei Fettleber, bei solchen Problemen, lieber Sesamöl nehmen als Ghee und danach Schwitzbehandlung, kommen Sie in die Schwitzbox. Und als erstes das therapeutische Erbrechen, eine wunderbare Therapie, die man viel öfter anwenden könnte und sollte, die natürlich auch nebenwirkungsreich sein kann, wenn nicht richtig angewendet. Ja, darum wird sie praktisch in den Resorts in Indien kaum gemacht. Da muss man schon in ein Ayurveda Hospital oder in eine Hospital Klinik gehen. Ja, wir haben ja eigentlich hier mit der Leber sowohl eben, will ich sie nach oben reinigen, wie ich will sie nach unten reinigen. Und natürlich hast du recht, dass der psychische Faktor bei Vamana noch viel größer ist, also der positive psychische Faktor. Nicht umsonst machen wir Vamana vor allem in der Psychiatrie oder bei psychiatrischen Indikationen. Und da hatte ich auch einen Fall, wo der Mann eben ein erfolgreiches, tolles Vamana gemacht hat und der Kübel stand vor ihm schon ziemlich voll. Und dann hat er angefangen zu rufen, Rudi, jetzt bist du da drin. Und dann habe ich ihn gefragt, wer ist der Rudi? Er hat gesagt, mein Vater. Das heißt, ohne dazu tun, hat er das Gefühl gehabt, jetzt eben diese ganze Unterdrückung von seinem Vater hat er ausgekotzt. Also zusätzlich eben dieser Effekt auch noch, eben darum ist es wichtig, bei Alkoholikern eben ein Vamana zu machen, wegen dem psychischen Faktor noch dazu. Idealerweise mache ich dann 12 Tage später das Virechana oder halt bei der nächsten Kur, wenn man das ambulant macht, und dann extrem restriktive Ernährung, ja, kommt dazu, eben, Sie haben dann Spätstadium von Fettleber, haben Sie dann noch eine Aszites obendrauf oder mit der Leberzirrhose, die man auch noch behandeln muss. Aber das sind natürlich Extremfälle, die wir normalerweise hier selten in der Praxis haben. Und da habe ich eben auch Fälle mitgearbeitet im Spital in Bombay, wo ein Fettleberpatient alkoholisch bedingt nach dem Vamana und Virechana 3 Monate lang nur Milch zu essen bekommen hat. Ja, so viel zu Milch, dass die so schlimm ist. Ja, und ihr hättet die Leberwerte sehen sollen von diesem Mann. Das heißt, mit eben ein bisschen warmer Milch, die er morgens und abends bekommen hat und sonst gar nichts, weil er war ja stationär im Spital unter Beobachtung, hat eine eben extreme Situation wieder ausgleichen können. Und da eben auch wieder unterstützende Medikamente, recht hochdosiert. Philanthus Niruri wollte mal eine englische Firma patentieren. Und da ist dann die indische Regierung eingeschritten, weil die wollten es patentieren für Hepatitis C. Also das heißt, ihr könnt sehen, die Potenz dieser Heilsubstanzen oder dieser Heilpflanze ist so stark auf die Leber, dass sogar bei einer Hepatitis C, A, B, C gute Resultate erreicht wurden. Nächstes schauen wir uns Colitis ulcerosa an. Im Gegensatz zum Morbus Crohn, der beginnt oben und wandert nach unten und die Colitis beginnt am Ende des Darms und kann dann langsam nach oben wandern.
Also ein entzündlicher Befall am Ende des Dickdarms, wiederkehrende Durchfälle, Darmblutungen, Koliken, Stuhlinkontinenz, zwanghafte Stuhlgänge, körperliche Schwäche und starke schubabhängige Blähungen, wird nach Richtlinien von Raktarsch Atisara Chikitsa blutige Durchfälle behandelt. Also auch hier bei vielen Erkrankungen, die finden wir nicht eins zu eins in der medizinischen Literatur von Ayurveda, sondern man schaut, ja, was sind die Dushyas, das heißt, was sind die Organe, Systeme, die geschwächt werden beim Krankheitsprozess, was sind die Dosha, die involviert sind, und entsprechend geht man suchen, ob man ähnliche Möglichkeiten hat in der Pathologielehre als Anhaltspunkte für die Therapeutik. Und eben fündig geworden bei Raktarja Atisara Chikitsa, bei den Klassikern. Und da gibt es auch interessante Studien, die ihr auch in englischer Sprache im Internet finden könnten dazu. Als Hauptverursacher gelten Ama, Samanavata, Apanavata, Vajrakapita und Raktadhatu. Also eine ganze Ansammlung. Und das, wenn wir so eine Ansammlung haben wie hier von involvierten Faktoren, dann bedeutet das, wir haben ein sehr chronisches Bild. Und es wird nicht einfach sein, hier reinzugehen. Und trotzdem haben wir recht gute Erfolge bei Colitis-Patienten. Dushya ist Purisha Vahasrota, das heißt der Dickdarm, das ist der Ort des Geschehens. Dann zur Therapeutik. Reis, Wasch, Wasser. Tun Sie das mal ganz schnell aussprechen. Reis, Wasch, Wasser. Genau. Reiswaschwasser ist ein wunderbares Mittel, um Durchfälle, auch blutige Durchfälle, zu besänftigen. Was mache ich? Ich wasche das Reis, vorzugsweise ein biologisches, damit ich dann nicht noch die Pestizide mit drin habe. Und sammle das Wasser und trinke es über den Tag verteilt. Idealerweise nehme ich noch Vasaka dazu. Vasaka kennt ihr vielleicht als Pflanze für die Pranavahasrotas, für die Atemwege. Vasaka ist aber auch eine der wichtigen blutstillenden Pflanzen in der Ayurveda. Ganz, ganz wichtig. Und sie ist sehr ausgeglichen. Das heißt, sie ist zusätzlich noch herztonisch. Das heißt, ihr könnt das Medikament auch jemand geben mit einem schwachen Herzen. Diese eben Justitia adatoda, sie ist schleimlösend. Andere Möglichkeit, blutstillend, ist Ashoka-Rinde, Saraka indica. Oder ich nehme gleich beide aufs Mal, wenn ich einen Effekt haben will, und gehe dann auch ziemlich hoch dosiert rein, um eben die Durchfälle zu stoppen und vor allem eben, wenn es Schleim oder Blutpartikel im Stuhl drin hat. Dann die Entzündung alternativ bekämpfen. Mittlerweile haben das auch die Selbsthilfegruppen von Colitis-Ulcerosa-Patienten herausgefunden, dass Boswellia serrata, Schalaki, ein wunderbares Mittel ist. Und aus diesem Grund, eben weil sie das irgendwo gegoogelt haben oder in der Selbsthilfegruppe mitbekommen haben, suchen sie dann halt einen Ayurveda-Mediziner auf, um Hilfe zu bekommen. Wichtig ist, dass Sie eben für solche Fälle eine Apothekerqualität haben, das heißt ein geprüftes Produkt. Ich arbeite mit eben 5:1 standardisierten
Extrakten. Das heißt, die Wirkstoffe sind immer auf, sind immer gleich. Und die sind auch geprüft. Das können Sie eben zum Beispiel in Europa über die Firma Magister Doska in Wien sich bestellen oder über ihre Apotheke. Wir haben damals auch im Parkschlösschen haben wir mit dem lokalen Apotheker das vereinbart, dass er jeweils diese Konzentrate bestellt, die wir da jeden Tag verschreiben, weil dann haben wir eben diese hohen Wirkstoffgehalt, der standardisiert ist. Und saubere Produkte ist auch einfach zu nehmen, wenn es dann eben in einer Kapsel drin ist. So 3x2, sogar 4x2 bei einem Schub. Es sind 350 Milligramm sind in der Kapsel und das müssen Sie mal 5 rechnen. Das heißt, die Rohdroge wäre eben dann 1,65 Gramm entspricht es. Und wenn Sie 2 geben, halt das Doppelte. Das heißt, wenn man eben dann nachschaut in der Literatur, was die Dosierung ist, muss man halt das dann durch 5 teilen. Nicht immer, weil eben diese Wirkstoffe sind dann auch vorhanden und eben verrauchen nicht so schnell und deshalb haben auch ein Shelf-Life von 3 Jahren. Also das ist ein wunderbares Mittel, wo man relativ schnell beginnen kann, damit die Cortison-Dosis, die viele Colitis-Patientinnen und Patienten haben, zu reduzieren. Und schwieriger ist es dann reinzugehen, wenn Sie die Immunsuppressiva haben. Ja, dann muss man das mit dem Patienten entsprechend und dem behandelnden Arzt noch besprechen, dass man die letztlich dann auch absetzen kann. Am besten halt in Form einer stationären Kur ist das jeweils möglich. Also ambulant würde ich das eher nicht absetzen, aber wenn ich den Patienten stationär habe, kann man das durchaus, das kann man das Risiko eingehen, weil das einzige Risiko, das ja entstehen kann, ist, dass mehr Symptome entstehen. Und die können wir ja stationär dann behandeln und angehen. Interessanterweise macht man auch bei einer Colitis kleine Einläufe, sogenannte Mini- oder Matra-Vastis, das heißt eine kleine Dosis. Dazu nimmt man einfach eine Blasenspritze, dann genügt es ja 40, 50 Milliliter. Und man nimmt einen Frauenkatheter, dass man draufstecken kann. Das heißt, das sind nicht Darmrohre, weil ich will ja nicht 40 cm rauf. Ich will ja am Ende des Darms hin. Das heißt, die sind 18 cm lang und ich brauche es auch nicht ganz reinzustecken. Ich kann einfach nur so einen einfachen Blasbalg, den es in jeder Drogerie zu kaufen gibt, den habe ich jeweils auch an Lager. Das heißt, den können wir für viele Sachen benutzen. Also einen Gummiblasbalg und vorne hat es einen kleinen Spitz. Und da kann man quasi das Ghee flüssig machen und sich auf die linke Seite legen, das rechte Bein anziehen und dann eine Hand von vorn und eine Hand von hinten das gezielt einführen. Und diese Spitze, die kann man auch wieder auskochen. Und der Blasbalg, der hat ja nicht wirklich Berührung. Die gibt es in 30, in 50, 70, 100 Milliliter Größe. Da kann man für sehr vieles benutzen. Auch für vaginale Duschen sind die sehr gut, für mit Kräuterabkochungen und so weiter oder eben für diese kleinen Einläufe. Und in der Regel zeige ich das auch dem Patienten, wie er das selber machen kann, weil eben wir muss ja Geld sparen und schauen, dass die Therapie nicht so teuer wird und was immer der Patient machen kann, das soll er selber zu Hause machen. Idealerweise macht man das 1 bis 2 Stunden nach einer Mahlzeit. Also
die macht man nicht auf leeren Magen, sondern immer nach dem Essen. Und ideal ist es deshalb eben nach dem Abendessen, dass man sich diese Einläufe setzt. Was hat das zur Folge? Eben, du hast vorher gefragt, der Ghee kühlend, ja, der Ghee ist entzündungshemmend. Sofort geht die Entzündung zurück. Und das brennende Gefühl und die Schleimhäute des Darmes, die saugen das auf und können sich beruhigen. Auch ganz interessant ist, ja, der emotionale Aspekt einer Colitis. Wir haben hier den Solar Plexus und eine Handbreite unter ihrem Nabel haben sie Svadhisthana Chakram, das heißt übersetzt der Sitz ihres Bewusstseins. Wir haben eine Hand drüber Manipura Chakra, also hier ist richtig was los. Und deshalb eben kann man einerseits Pichus machen, warme Ölwickel auf dem Bauch, oder eben, wenn Sie in der Therapie entsprechend ausgerüstet sind, wunderbare Behandlung, Ganzkörperölgüsse. Oder wenn das zu teuer wird, dann machen Sie halt Bauchölgüsse. Also Teilölgüsse können Sie da auch sehr erfolgreich machen. Dann eben als Haupttherapie machen wir dann größere Einläufe mit Honig-Ghee und Kräuterabkochungen. Und das erst eben nach einer entsprechenden Beruhigung des Bauches mittels Massage und mittels Wärmebehandlung. Gut, ja? Lässt du die Medizin selber herstellen oder Ashoka oder wo bekommst du das? Eben von, eben als Mono bekomme ich das immer von Magister Doska. Wenn du Heilpraktiker bist und eine Mehrwertsteuernummer hast, dann kriegst du das zum Apothekerpreis und sonst halt zum normalen Preis. Oder eben, wenn du das selber nicht bestellen darfst, also die schicken es auch an Patienten, aber eben sonst kann man einfach mit dem Apotheker reden, dass der das bestellt. Die haben ja immer Interesse, ein bisschen Geschäfte zu machen. Und eben, und das ist so weit, dass sogar eben Apotheker auf mich zugekommen sind in der Region, wo ich arbeite, in Österreich, und haben gesagt und haben sich bereit erklärt, weil schon viele meiner Patienten da vorbeigegangen sind, haben sie gesagt, was braucht es, was brauchen sie noch, was können wir an Lager halten? Und eben, wenn man das nicht selber verschreiben darf, ist das eine gute Lösung. In der Schweiz, sprich im Appenzell, wo ich bin, darf ich meine eigene Apotheke haben. Und das ist natürlich super. Ja. Gut. Da habe ich aber eben sehr viele Patienten schon behandelt in den letzten 30 Jahren mit Colitis oder schon damals in Indien in meiner Klinik. Wenn die das nicht vertragen haben, den Einlauf, oder gleich wieder rausgekommen ist, was haben wir gemacht? Wir haben eine Tropfer dazwischen gehängt. Und das heißt, wir haben den Einlauf halt aufgehängt, einen Tropfer rein, und dann ist das tröpfchenweise in den Darm gegangen und nicht gleich wieder rausgekommen. Und durch die behandelnden Substanzen ist dann die Entzündung runtergekommen. Ähnliche Behandlung bei Morbus Crohn, wurde ja lange als psychosomatische Krankheit gehandelt, was es ja nicht ist. Aber eben, es sind immer Stresssituationen, die dazu führen. Also auch da eben diese sich selber wieder spüren nach einer Ganzkörperölbehandlung, ganz, ganz wichtig. Dann haben wir Diarrhoe, Attisara. Das haben wir dann in allen Klassikern als Attisara, das ist der Sanskritname dafür. Da haben wir ein Problem. Es kann Symptom von vielen anderen Nahrungserkrankungen sein. Es kann eine natürliche Reaktion sein auf ein schlechtes Nahrungsmittel.
also eine Nahrungsmittelvergiftung, Medikamente, hormonelle Erkrankungen, vor allem eben Schilddrüsenerkrankungen, Nebenschilddrüsen und Nebennierenerkrankungen, chronisch entzündliche Darmkrankheiten, eben wie eine Colitis oder psychische Faktoren. Das Anfangsstadium des Durchfalls wird als AMA-Stadium bezeichnet. Ganz wichtig. Ne? Es hat ja einen Grund, wieso ich Durchfall habe. Es hat unverdaubares Material im Körper und das muss raus. Und deshalb nicht bremsen. Außer ihr habt eine akute Situation, dass ihr wisst, der Patient ist zu alt oder zu schwach oder zu ausgemergelt und dann muss man halt das stoppen. Aber ein normaler Patient, wo ihr der Meinung seid, ist der AZ, der Allgemeinzustand ist gut genug, dass ihr das zulassen könnt, als einmal das AMA rausgeht. Ganz wichtig. Dann unterscheiden wir Vata-Durchfall, Pitta-Durchfall, Kapha, Sanipata, alle drei Dosha und zwei psychologische Faktoren. Es wird dann oft behauptet, Durchfall, das ist eine Pitta-Erkrankung. So einfach ist es leider nicht. Sobald wir in die Pathologie gehen, wird es komplex. Und eben Vata-Durchfall zeichnet sich aus. Natürlich typische Vata-Symptomatik, nämlich sehr schmerzhaft, mit Gasabgang, also viel Luft geht ab, Krämpfe, Geräusche. Das sind die Symptome, die wir hören wollen vom Patienten, woraus wir dann ein Vata-Atisara beschließen können. Beim Pitta bewirkt es Brennen um den Anus, gelb bis grünlichen Stuhl, Hitzegefühl und ein schrecklicher Gestank. Kapha-Durchfall zeichnet sich durch Klebrigkeit, Schleimigkeit, hellen Stuhl mit faulem Geruch und Übelkeit aus. Und dann gibt es natürlich die gemischten Symptome. Die sind am häufigsten, wo jemand sagt, es brennt mich, gleichzeitig habe ich die Krämpfe. Und entsprechend muss ich da natürlich anpassen. Der fünfte und sechste sind psychologische Faktoren, nämlich Angst, Wut, Reisefieber, Stress, Trauma. All das führt natürlich auch zu Durchfällen. Und dann gibt es eine interessante Geschichte, weil Geschichten sind immer interessant. Es gibt eine Geschichte in den Veden, die sagt, wie Durchfall entstanden ist. Früher, wie man die Yagyas gemacht hat, die großen Zeremonien, Yagyasuya, Mahabharata beschrieben, oder wenn Sie Ramayana lesen, dann ist es immer sehr wichtig, dass die Opferungen machen. Und bei diesen Opferungen hat man eben in urvedischen Zeiten, also wenn man zurückgeht zu Rigveda, hat man die Tiere nicht getötet. Und in einem späteren Datum gab es einen König, der hat gedacht, man könnte die Tiere eigentlich auch gleich töten und an die Leute verteilen. Und das war dann eben der König Brushadra. Und der hat eben begonnen mit dem Verteilen von Fleisch und die Opfertiere waren halt Pferde und waren Kühe, zum Teil auch Schafe. Und da ist in der Mythologie der Durchfall entstanden. Was ist passiert? Es ist nicht kompatibel mit dem menschlichen Organismus. Plus in einem heißen Land haben wir natürlich eine Verunreinigung durch Bakterien. Auch bei uns ist eigentlich der Fleischkonsum erst hochgeschnellt. Wann? Was war der Ausschlag? Die Erfindung des Kühlschranks. Ja, weil vorher konnte man ja das nicht aufbewahren. Ja, ich kann mich noch erinnern, in meiner Jugend, da wurden
wurde nur geschlachtet im Winter, wenn es kalt war, weil sonst war es viel zu gefährlich. Ja, bevor man fertig war mit Schlachten, war das Fleisch schon verdorben. Ja, und im Sommer hat man höchstens kleine Tiere abgemurkst. Und mit der Erfindung des Kühlschranks konnte man dann quasi auch ungenießbares Fleisch, wie eben vor allem Rindfleisch, weiß ja jeder Gourmet, das muss 60 Tage hängen. Und hängen eben in einem Kühlraum. Wenn es abgehangen ist, dann wird es weich, weil es ja schon so verwest ist. Und dann eben isst man das und man hat die entsprechenden Beschwerden. Also ganz interessant, dass das in der Ayurveda-Literatur noch erwähnt wurde, dieser König Brushadhara. Gut, und Charaka natürlich auch, der sagt eben, es ist einfach auch nicht kompatibel. Die Soforthilfe. Natürlich müssen wir gleich schauen, hat dieser Patient, wie lange hat er schon Durchfall, wie viel Wasser hat er schon verloren. Beim Virechana tun wir das abschätzen oder messen. Beim Vamana auch. Und deshalb eben ist es wichtig zu wissen, wie lang ist der Durchfall schon. Und dann müssen wir sofort natürlich die Elektrolyten wieder zuführen. Die kann man ganz einfach selber herstellen. Man muss nicht die kaufen. Es ist ja eigentlich nur Salz und Zucker. Und etwas schmackhaft gemacht mit einem frischen Zitronensaft. Nicht zu stark. Und meine erste Hilfe, wenn bei der Abführkur jemand nicht mehr aufhören will, was mache ich? Ich mache einen Chai. Hat zwei Vorteile, weil einerseits hört der Durchfall auf und andererseits der Kreislauf fängt sich wieder durch das Tein. Und eben die astringierenden Stoffe im Tee, die sind sehr gut, um Durchfall zu stoppen. Ein bisschen Candiszucker oder ein bisschen Sarkara noch hineingeben und eben 1 bis 2 Tassen Schwarztee. Und schon hört der Durchfall auf. Und eben die Kreislaufschwäche auch. Und warum gebe ich den Zucker rein? Eben damit er wieder Kohlenhydrate hat. Also das ist schon wichtig. Dann haben wir natürlich noch die Leute, die dann mit Herzrhythmusstörungen kommen, sobald sie Durchfall haben oder hat jemand Herzflimmern, dann wird das auch kommen. Und das können sie bekämpfen. Oder das ist aufgrund eines Kaliummangels, kann das geschehen. Und da entweder führen Sie halt bei den Elektrolyten, wählen Sie einen Elektrolyt aus, der Kalium hat. Ich lege so viel Wert drauf, weil ich war schon zweimal eben in einer Notfallstation nach einem Virechana, nach einer Durchfalltherapie, weil die Leute mir nicht gesagt haben oder in der Anamnese ich das nicht genug nachgefragt habe, aber sie hatten Herzrhythmusstörungen, nicht wie sie kamen zur Kur, aber in der Vergangenheit. Das heißt, die Patientenanamnese, die muss man auch immer sehr gründlich nehmen. Was war früher mal los? Und sonst vergessen sie es wieder. Jedenfalls passiert das immer am Tag danach. Das passiert nie oder seltenst am Tag, wo sie abführen, sondern die Herzrhythmusstörungen kommen am Tag nach dem Abführen. Das ist immer der kritische Tag. Und die Patienten fühlen sich leicht und beschwingt und möchten auf der Wiese tanzen oder was unternehmen. Und da muss man sagen, bitte bleibt auf den Zimmern. Und weil eben Herz-Kreislauf machen das unter Umständen nicht mit, weil das Abführen ist in jedem Fall anstrengend. Und das, ja, einen Teelöffel. Ja,
Ajwan ist ein wunderbares Gewürz, völlig unterschätzt. Ja? Und es ist eine Pflanze, die hohe Kaliumanteile hat. Ja? Also natürlich organisches Kalium. Und das können wir eben einen Tee draus machen, einen Teelöffel auf, sagen wir, ja, auf 2 Tassen Tee. Auch da ist es gut, man tut immer zuerst das ein bisschen anrösten in der Pfanne. Einfach nur, bis ein bisschen Farbe kommt und dann in den Mörsern zerstoßen und einen Aufguss machen. Nicht kochen. Aufguss machen, zudecken, ein bisschen eine halbe Stunde stehen lassen. Ja. Gut. Natürlich kann man während am aktiven Durchfall nicht Massagen machen oder eben Panchakarma, sondern das muss man eben in den Zwischenräumen machen. Ideal von den physikalischen Therapien oder von den Massagemöglichkeiten ist ein Stirnölguss. Das löst den Stress auf und damit auch die überaktive Peristaltik. Ja, da können wir zuschauen, wenn man sie hinlegt, dann bewegt sich der Bauch noch und wenn man da 15 Minuten das Öl gegossen hat, wird es dann auf einmal ruhig im Bauch. Also jetzt, wenn keine andere Indikation ist, genügt schon ein Sesamöl. Ja. Ein warmer Bauchölwickel nach Vata-Durchfall oder eine Fußmassage nach Pitta-Durchfall. Die Fußmassage in dem Fall wieder mit Ghee oder mit ein bisschen Kokosöl geht auch. Ja, das ist dann jeweils die Alternative. Wenn man eben jetzt keine tierischen Produkte nutzen möchte, dann ist Kokosöl und Kokosfett sicher eine Möglichkeit. Weil auch Kokosfett ist kühlend in der Energetik. Salzpeeling bei Kapha, da kann manchmal genügen, eben wenn man nur schon die Beine, also von den Knie, Unterschenkel, Füße, ein bisschen einölt und dann geht man mit einem Udvatana Peeling rein oder mit das vermischt ist mit etwas Salz, hat auch einen wunderbaren sofortigen Effekt. Psychologische Maßnahmen sind bei den beiden psychischen Arten angesagt. Was mache ich da? Habe ich jetzt gerade vor 2 Tagen gemacht bei einer Patientin, nämlich ein Heilritual. Also eben jemand, der immer denkt, die Leute nehmen Energie von ihr weg und wollen ihr Böses, weil sie in einer sehr bevorzugten sozialen Stellung ist und eben Neidenergie ist nun mal die kräftigste negative Energie, die wir haben. Früher hat man gesagt, der Bösblick. Und man hat Maßnahmen dazu gemacht. Heute noch im ländlichen Österreich oder im Appenzellerland, jeder Kuhstall, da trifft man Maßnahmen gegen den bösen Blick. Und da ein Bibelvers beispielsweise, dass man aufgibt oder eben man räuchert. Ja. Das heißt, es gibt ja auch Feiertage, wo der Priester in den Stall kommt und alles räuchert, weil sonst eben kalbert sie nicht richtig. Also eben da in den Regionen, wo die Leute noch mehr verbunden sind und ihre Rituale haben und die moderne Gesellschaft, Kleinfamilie, das Single-Leben, und die Entfernung von der traditionellen Religion und kein Ersatz für die Rituale, das ist sehr wichtig. Die Leute haben das Gefühl, sie haben keinen Schutz.
Und sie wissen auch nicht, wie sie sich schützen können gegen diese feinstofflichen Energien. Und da können wir natürlich aus unserer Tradition, aber noch mehr halt auch aus der vedischen Tradition, weil eben die Inquisition, die war sehr erfolgreich, 300 Jahre, alle abschlachten oder auf den Scheiterhaufen bringen. Das hat natürlich unsere Schutzrituale außerhalb der etablierten religiösen Kommunen halt zum Stillstand gebracht. Und darum ist es, denke ich, gerechtfertigt, wenn wir jetzt halt nach Indien gehen oder zu den Indios im Amazonasgebiet oder halt nach Afrika und uns am Leben gebliebene Traditionen wieder zurückholen, um die auch wieder zu quasi die schwarzen Lücken wieder zu füllen mit Inhalt. Also Rituale sind eine wunderbare Möglichkeit und die kann man auch sehr leicht schaffen. In dem Fall habe ich ein Mandala gemacht, ein Dreieck, ein gleichschenkliges Dreieck. Und ein Dreieck hat ja drei Spitze. Das heißt, ein Dreieck ist eine Waffe nach außen. Das heißt, in Indien nimmt man diese wunderbaren Wassertöpfe, obendrauf eine Kokosnuss und noch ein paar Blätter. Aber ich habe einfach drei Flaschen Wasser hingestellt, weil ich nichts anderes hatte. Und habe dann ein gleichschenkliges Dreieck gemacht. Und was wir wollen ist, wir wollen eine Zone schaffen, die frei ist von irgendwelchen Fremdenergien. Und das ist ja, wenn Sie jetzt da nochmal ein Dreieck zeichnen, was haben wir dann hier? Dann haben wir das Chakra, auch den Wurfstern von Vishnu, also eine Waffe. Das heißt, das ist sehr schütz. Da habe ich hier Nordosten, diese Seite ist Osten, diese Seite ist Norden. Das heißt, der Spitz ist hier in den Norden gesetzt und hier, in Indien, wo man Steinböden hat, habe ich einfach Reismehl genommen und oder Kreide und eine Linie gezeichnet. Hier in Europa, wo ich gleich in Teufels Küche komme, wenn ich das mache, nehme ich einfach einen Faden, einen Garn und spanne das. Und nachher eben, und dann habe ich hier Zitrone, also ich habe hier die Elemente, eine Kerze, Feuer. Zitrone oder eine andere Frucht, Erde zusätzlich noch. Und dann mit dem Inzens gehe ich rein, dreimal rundherum, reinige diese Fläche und dann setze ich die Patientin rein. Sie kommt dann von Osten rein und setzt sich hier rein mit dem Blick nach Nordosten. Jetzt habe ich sie schon mal drin. Nur schon das hier drin sein, solltet ihr sehen, wie die Leute reagieren. Das, auf einmal sind sie klar im Kopf, weil jetzt fällt schon mal was ab. Und natürlich haben wir dann verschiedene Mantren, um das noch zu verstärken. Aber auch bei den Mantren, was ist das Wichtige, ist eure Intention. Das liegt ja alles in der Intention und nicht eben in der Intonisation. Aber die Brahman sagt, ja, ihr seid ja alles Shudras oder Chandalas, Hundeesser. Ihr dürft eigentlich die Veden gar nicht rezitieren. Und wenn er sie rezitiert, hat das keinen Effekt. Das ist wie ein Papagei, der die Veden rezitiert. Weil ihr seid ja keine Brahmanen. Stimmt nicht. Wichtig ist die Intention. Das Mantra hilft mir zu fokussieren. Und dann setze ich sie da rein und reinige. Ihr könnt sie da reinsetzen und da macht ihr die Chakrenreinigung. So wie bei der Prana-Therapie. Nehmt eine Schale mit Salzwasser. Ihr müsst ja den Dreck irgendwo reinbringen. Ich nenne das die Monsterbox. Und geh rein, alle Chakren, tu sie reinigen und raus in die Monsterbox. Wie heißt das Monsterbox? Monster. Wie die Monsterbox.
Genau, habe ich auch in jeder Therapie, eben wenn wir massieren und ausstreichen, haben wir auch ziemlich viel in der Hand und geben es dann da rein. Nicht, dass wir dann nach 2 Behandlungen, 3 knietief in der schlechten Energie stehen. Also das sind gute Möglichkeiten, auch sogar bei akuten Panikattacken könnt ihr die Leute da reinsetzen, die sind ruhig, wirkt besser als das stärkste Psychopharmaka. Und ihr könnt das Ritual ja selber kreieren. Es ist einfach eben gewisse Sachen, die wir berücksichtigen müssen. Wir müssen es in die Kardinalen setzen, weil eben Prana, Jiva, wir haben nun mal über den Nordosten die hauptpositiven Energien, Prana und Shiva. Und deshalb eben mit dem Gesicht und mit den Chakras, die nun mal vorne im Körper sind, sitzen wir eben auf die Seite. Dann eben die Medikation angepasst auf Vata-Durchfall, Pitta-Durchfall, Kapha, Pipalongum, 2 Teile, Trifala 2 Teile und etwas Kalmus, auch auf die Nerven mitbehandelt, Pitta-Durchfall, Koriander und etwas Süßholz und Kapha-Durchfall, Minze und etwas Baldrian. Auch das sind häufige Beschwerden in der Praxis. Und das Schöne ist eben, wenn die Leute mit Beschwerden zu euch kommen, dann sind sie auch ein bisschen mehr motiviert, eure Ernährungsempfehlung einzuhalten. Das heißt eben hier, wenn ihr die Ernährungsberatung in eine erfolgreiche Therapie mit einbinden könnt, habt ihr doppelt gewonnen. Warum? Reflux, Ösophagitis. Das heißt eben, ja, saures Aufstoßen. Ja, dass dann langsam aber sicher die Speiseröhre, jetzt grob gesagt, verätzt, die Schleimhäute da und dann sehr schmerzhaft sein kann und später auch zu einem Speiseröhrenkrebs führen kann. Der ayurvedische Begriff ist Amla Pitta. Amla ist sauer, Pitta ist bitter. Bedeutet ein Überschuss von Säure und Pitta. Er steht für die Krankheitsbilder von eben Gastritis, Sodbrennen, Reflux, Übersäuerung. Es ist eine typische Ernährungs- und Lifestyle-Beschwerde, die nicht nur die moderne Gesellschaft beschäftigt, sondern schon in der Ayurveda beschrieben wird. Das Erste, was ich mache, wenn ich in Indien lande, weil ich muss Freunde besuchen, Verwandte besuchen, Familie besuchen, ist, ich kaufe mir ein ayurvedisches Mittel gegen Amla Pitta. Weil es ist nicht zu vermeiden, dass ich viel essen muss überall, Gastfreundschaft. Und es ist nicht zu vermeiden, dass die sehr viel, vor allem in Südindien, sauer und scharf, Rassam und all die scharfen, sauren Sachen, die so gut schmecken. Und da trage ich dann schon im Voraus Sorge, dass ich dann gleich nach dem Essen eine große Dosis von diesen Medikamenten nehme. Das geht kurzfristig, aber natürlich nicht langfristig. Das ist eins, das eh verboten ist in Deutschland. Weil es herbomineralisch ist. Also ein bisschen Quecksilber drin hat, muss halt sein. Aber sehr wirksam. Aber eben neben Perlen und anderen Sachen. Ihr braucht es hier ja nicht. Das Essen ist nicht so scharf und sauer. Wenn ihr in Bombay seid oder eben in Südindien, von Bombay südwärts, da braucht ihr das dann. Aber ihr könnt einfach eben Amla-Früchte nehmen, habt ihr auch im Shop. Und immer nach dem Essen die Amla-Frucht kauen und das tut die Säure auch gleich regulieren. Das
Hauptingredienz aller Mittel, Medikamenten gegen Übersäuerung eben ist Muschelkalk. Und das ist Shankarbhasma oder eben es ist Amla. Amla ist die Ausnahme unter den sauren Früchten. Obwohl es sauer ist, ist es Pitta besänftigend. Im Chyawana Brush haben Sie natürlich auch noch Ghee und Honig, ja, und Sesamöl. Also nicht unbedingt die Lösung, nein. Ja, und es ist zu üppig, weil es ist ein Aufbaumittel. Also möglichst auch eben nur ein bisschen Amla rumkauen. Genau. Übersäuerung ist sehr gefährlich, weil Übersäuerung heißt, es ist zu viel Pitta und Übersäuerung heißt, es ist ein entzündlicher Prozess. Und da sind wir bei der Silent Inflammation, das heißt ein subklinischer inflammatorischer Prozess. Und der ist der Grund für die meisten chronischen Erkrankungen, von Krebs bis Alzheimer bis Multiple Sklerose oder Morbus Parkinson. Geht man davon aus, dass die Ursachen eben ein Amla-Pitta ist. Und selbst wenn Sie perfekt pitta-regulierend essen, nichts essen, was sauer oder scharf ist oder auch nicht so salzig ist. Wenn Sie viel Stress haben, dann ist Ihr Organismus auch übersäuert. Das wissen wir mittlerweile auch aus der Psychoneuroimmunologie, dass eben Studien gibt, die belegen, dass Menschen, die extremer Belastung ausgesetzt sind, da gibt es eine interessante Studie an der Universität in Innsbruck und der hat über 10 Jahre Alzheimer-pflegende Angehörige studiert. Also eben vor, nachher. Und er hat gesehen, dass die in den 10 Jahren quasi 15 Jahre gealtert sind. Und Alterungsprozess, da sind wir auch wieder bei der Silent Inflammation. Also das ist nicht zu spaßen damit, auch wenn es harmlos aussieht, auch für eure Kunden. Ja, ein bisschen saures Aufstoßen, was nehme ich? Den Magenschoner, Protonenpumpenhemmer. Und dann ist der Magen eh im Eimer. Ja, also nicht die Amla-Frucht, sondern Amla heißt sauer. Von Säure. Besänftigung von Pitta und Säure. Und dann tun wir auch unterscheiden zwischen nach oben gerichteter Übersäuerung und nach unten gerichteter. Urdhvarga heißt Schlüsselbein, also nach oben oder nach unten. Und eben die Soforthilfe noch zum Schluss. Regelmäßig kleinere, weder kalte noch heiße, Pitta-regulierende Mahlzeiten. Kein Naschen dazwischen. Nehmen Sie nach jeder Mahlzeit 1 bis 2 Kapseln Shatavari, ein wunderbares Mittel bei Gastritis, Übersäuerung, Ulkus, also Magengeschwüre, Duodenumgeschwüre. Auch für Männer kein Risiko. Obwohl man immer sagt Shatavari, die 100 Männer besitzt, zu Deutsch. Shatavari ist oft als Frauenpflanze gelobt, weil übersetzt heißt Shatavari die 100 Männer besitzt. Immer sehr poetisch, die Ayurveda-Ärzte. Terminalia Arjuna, die Arjuna-Rinde, wunderbar, hilft auch bei Gastritis, Übelkeit oder Erbrechen, etwas Anis-Tee. Kann man übrigens auch bei Schwangerschaftserbrechen sehr wirksam nutzen. Und eben wenn natürlich ein Autoimmungeschehen dahinter steckt, muss das halt entsprechend mitbehandelt werden. Gut, meine Zeit ist um mit Ihnen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich habe noch eine Frage. Wo können wir etwas
Bücher, oder gibt es ein Skriptum, oder über das Internet was nachlesen? Also dieses Thema wird eben behandelt im Buch, das im Herbst rauskommt. Das kann man auch schon vorbestellen. Die Soforthilfe bei 30 verschiedenen Magen-Darm-Beschwerden. Und wenn Sie es, genau, weil das ist einfach und wirksam, wenn Sie mehr. Das ist beim Königsfurt, Urania. Genau. Und ich gehe jetzt gerade auch noch zum Buchladen. Falls jemand eben ein Buch haben will und signiert haben will, bin ich in 5 Minuten im Buchladen. Vielen Dank.